Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Und es geht auch direkt weiter. Wir haben dem Schmied die Tür geöffnet, einen kleinen Auftrag bekommen. Und haben ungefähr einen Plan. Ich glaube, ich kann nicht zu dem Feuer reisen, zu dem ich eigentlich wollte. Ah, doch. Der Reverse-Peter, lustig, nicht abschalten. Wer das jetzt gerade auf YouTube sieht, nicht wundern über diesen Chat. Weil ich das Intro, das Outro der letzten Folge und dieses Intro direkt hintereinander gemacht habe. Habe ich zu Twitch gesagt, bitte nicht abschalten, bleibt da, bleibt hier. Leute, bleibt bitte da. Gut, alles klar, dann kann ich mich jetzt in aller Ruhe durchkämpfen. Muss nicht mehr vor irgendwelchen Boys davonlaufen. Ich würde gerne versuchen, ihn zu parieren. Aber das Timing ist super selten. Super seltsam, wollte ich sagen. Ah, shit. Ich muss erst den killen, der da auf dem Boden liegt. Und ich will ja ein paar Seelen haben, auch wenn ich noch nicht leveln kann. Ja. Ach so, muss ich da warten, bis er am Boden liegt, glaube ich. Kann das sein? Weil er ist so rückwärts umgefallen. Jetzt habe ich... Das ist doch Mist. Jetzt habe ich jetzt schon die Hälfte vom Leben und nur einen Flakon. Das finde ich ein bisschen hart. Finde ich ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Hier geht's... Wo komme ich hier hin, wenn ich hier runterfall? Eine Fackel. Oh, hi. Oh, oh, noch einer. Super, jetzt ist der Flakon quasi schon komplett verbraucht. Wo kamen jetzt diese zwei Boys her? Aber das ist mies hier. Hä? Habe ich jetzt Quatsch gemacht? Das sieht fast so aus, als hätte ich Quatsch gemacht. Nee, hier ist nix. Nee, so richtig Quatsch habe ich nicht gemacht. Hier geht's ja weiter. Shit. Da drüben steht einer. Oh, hi. Oh, nicht runterfallen. Jawohl. Nein! Ich hab gesagt, nicht runterfallen. Oh. Oh, Mann. Das hier ist seltsam. Das ist Mini-Schandstadt ohne Seuche. Mini-Schandstadt ohne Seuche. Mist. Hi, hier bin ich wieder. CK3, was ist CK3? Heb dein Schild schneller hoch, Mensch. Crusader Kings, ah ja.
Ist glaube ich nicht so mein Spiel. Habe ich noch nie gespielt. Aber nach dem, was ich so gesehen habe, weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen shitty. Ach, komm. Wie das hier gerade, was hier gerade passiert. Ach, ich habe schon wieder zu früh zugehauen. Das finde ich doof. Nee. Aua. Jetzt muss ich dann gleich wieder an Menschlichkeit verwenden, um mich zu leveln. Warst du auch einer, der aufsteht? Nee, du hattest Loot. Ja, genau, sowas in der Art. Also fürs Parieren braucht man in diesem Spiel ein komplett neues Timing. Ich weiß nicht, da unten will ich mich eigentlich jetzt nicht nochmal durchquälen. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas Cooles ist. Aber da unten wäre ein Durchgang und so. Wäre vielleicht doch mal spannend zu gucken, was es gibt. Ich gehe mal die Leiter gleich nach oben da vorne. So, mach uns mal Platz für den Kampf hier. Ein neuer Versuch mit dem Parieren. Nein, ich habe schon wieder zu früh gedrückt. Das gibt's nicht. Ah. Nee, Steve. Das war für nur bei Diablo. Das war bei Diablo. Der Kontext. Ich habe, als ich Diablo gespielt habe, gesagt, wenn ich auf 5 durchschnittliche Zuschauer komme während eines Streams, dann spiele ich Diablo 4 im Hardcore-Modus. Ach, er schlägt ein fünftes Mal zu oder ein viertes Mal? Ach, wie lange ich brauche, um aufzustehen. Oh. Die Lore-Videos auf dem zweiten Bildschirm. Cool, danke. Danke. Benutze ich jetzt schon? Nee, ich benutze noch keine Menschlichkeit. Noch geht's. Und wieder dieses, tja, Mensch. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Dein GG well played oder das tja? Ey, meiner Ansicht nach war ich rechtzeitig mit dem Konter, mit dem Parierschlag. Da kann ich auch den Estus saufen. Ah, eins Gegenstand. Feuerbombe, okay.
Was? Was? Okay, es explodiert. Irgendwelche Fässer, die daneben ihm standen, ey. Oh Mann. Droppst du mir wieder was? Nee. Okay, aber vielleicht kann ich ihn jebaiten, dass er da reinhaut, hä? Und ich nicht so nah dran stehe. Du sollst draufhauen. Nein! Huh! Shit. Oh, dass ich hier an so einem Billo-Boy. Mist. Weil ich nicht hinter ihn stehen darf. Das macht mich gerade fertig. Frusttoleranz geskillt. Verliere ich eigentlich überhaupt noch Leben? Oder ist das das Max, was man verlieren kann? Weniger kann ich, glaube ich, nicht haben, ne? Sieht so aus. Also, ist keine ernst gemeinte Frage, ist wieder nur so ein... Ich habe schon wieder zu früh den Parierenschlag gedrückt. Moment, ich habe da so eine Idee. Lol, da ist gerade einer runtergefallen. Ich meine, es ist zwar jetzt vielleicht wahrscheinlich eine Verschwendung. Ich wollte es eigentlich. Er kam nicht. Ey. Du bist ja gemein jetzt. Wow. Ernsthaft? Oh Leute, ey. ja, ich kann nicht noch mehr Leben verlieren. Naja, zumindest das. Bin ich. Ich habe schon das Gefühl, doch, das ist der richtige Weg. Ich mache den Schaden entsprechend der Gegner. Das passt schon. Die sind mit 3 Hits tot hier, die Boys. Das ist absolut in Ordnung. Komplett vertretbar. So, fällt er jetzt um? Genau, und jetzt muss ich zuhauen. Okay. Eine Hellebarde bekommen. Na, guck mal an. Die sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Also gerade gegen den Boy da oben, warum eigentlich nicht mal die Hellebarde probieren? Oh, ich bin nicht stark genug dafür. Ehrlich? Mist. Kurzschwert, zerbrochenes Schwert, Fußsoldatenschwert. Hm.
Ey, aber es hat funktioniert, den Schlag zu baiten. Allerdings ging es ein bisschen nach hinten los. Ein kleines bisschen. Oh Mann, ey. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt an diesem kleinen Beuderzer verzweifle. Höhlensoldatenhelm. Oh, okay, das ist schlecht. Okay, alles klar, wir nehmen das andere Schwert. Schon verstanden. Denn dieses Hüllensoldatenschwert hat gerade weniger Schaden gemacht. Da waren die nicht mit 3 Schlägen down. Also der eine jedenfalls. Gerade. Komm mal her, du. So, und jetzt hau hier drauf. Nein, leider nicht richtig drauf gehauen. Komm, hau nochmal drauf. Nein, leider nicht richtig drauf gehauen. Ah, schade. Er haut dann doch so schnell, dass alle Fässer um ihn rum. Weiß ich nicht, ob das reicht. Ob ich das hinkrieg. Glaub, da tue ich mir leichter, wenn ich einfach an ihm vorbeilaufe. Ich glaube, ich laufe einfach an ihn vorbei. Pfeife jetzt da drauf. So, mit euch will ich mich auch nicht mehr aufhalten hier. Das ist alles nur nerviger Unsinn. Vor allem, weil ich... Das bringt mir auch nichts, Gegner zu killen. Gerade weil ich ja nicht mal... Oh Gott, ein Drache. Nee, irgendwas anderes. Ey, was bist du? Wow. Kannst du kurz warten, bitte? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Ich will eigentlich nur dein Loot. Ja, ein Lebensstein. Bist du ein Boss? Bad game, well played. Also, jetzt... Wird's dann aber langsam. Bisschen fies, meinst du nicht auch? Kann ich ihn besiegen? Kann ich ihn besiegen, der Typ, der da oben drauf steht? Der da erscheint. Oh, 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 oh. Ihr seid doch gerade eben nicht aufgestanden. Nee, 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 nee. Oh, wie lange er braucht, um sein Schild hochzuhalten. So. Der andere erscheint nicht. Estus Flacon Scherbe. Aha.
So, der andere erscheint nicht. Der ist mit dieser Krähe hier angeflogen. Jetzt kommt er nicht mehr. So, was geht hier? Oh oh. Ups. Oh, Jungs. Bitte einmal nicht. Danke. Das war richtig knapp, würde ich sagen. Hey, wow, jetzt kommt einer runter. Okay. Und der Estus-Flakon hält mich nicht voll. Aber ich kann die Gegner, die am Boden liegen, hauen. Das ging beim Einser nicht. Das ist ja schon mal ganz nett. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich guck mal hier in die Ecke. Hier war ich nämlich noch nicht. Natürlich steht irgendwo oben einer, der wieder mit Scheiß auf mich wirft. Kannst du mal bitte nicht? Da oben in den Fenstern. Ganz kurze Pause. Ganz kurze Pause. Wobei, das geht jetzt hier. Ist schwierig. Hier eine Pause machen. Oje, oje. Doch hier. Moment. So, ich bin sofort wieder da. So, sorry. Die Mädels sind nach Hause gekommen. Kurz gute Nacht gesagt. Eieiei, okay. Da oben ist... Oh, Leute, Leute. Du siehst so aus, als könnte ich mit dir reden. Traveling all alone in these treacherous times. Ja. Well, I hope you have a very good reason. Oh, Hogwash. Who am I to judge? Okay. My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, hier durch dieses Tor zu gehen. Ich würde mich ja wirklich gerne an diesen Boys da drin nochmal probieren. Okay, ich habe einen anderen Plan. Ah, fuck. So, ihr kommt jetzt hier einzeln nach draußen, ne? Nee. Oh, wie lange er braucht, um zu recovern. Mist. Aber... Ja, das war schon keine schlechte Idee, das so zu machen. Jetzt habe ich schon wieder... Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Lebenspunkte eingebüßt, aber nicht so viel, das ist okay. Okay, so, den hat er noch was? Nee. Dann du. Das mit dem Parieren in dem Spiel, puh, ist ein bisschen anders. Mehr Trickserei, habe ich das Gefühl. Ah, dass der mich noch getroffen hat, Mist. Da war ich auch minimal gierig nach dem Kill. Und ich dachte, es reicht noch.
So, diesmal steht ihr alle drei gleichzeitig auf. Huch. So. Lebensstein, jawohl, nehme ich. Okay, let's go. Dann hauen wir den hier noch da runter. Oder auch nicht. Jetzt hat. Dann würde ich ganz gerne nochmal probieren. Ich glaube, das hätte fast funktioniert. Ah, nee, shit. Oh, aua, 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 aua. Jawollo. So, dann sitzt doch hier der mit dem. Genau, der mit den Bomben. Kommst du hierher? Nee? Na, dann gehen wir einfach runter. Dann ist mir wurscht. So. Das sind halt auch schon 3000 Seelchen jetzt, ne? Okay, also. Du. Komm mal her. Du wurdest gerade von deinen Mates aufgespießt. Okay, let's go. Ist hier noch einer? Nicht, dass ich gleich böse Überraschungen habe. Nee. Okay. Große Seele, blauer Holzschild. Großer Seelenpfeil. Okay. Und dann haben wir hier. Ich habe ja mittlerweile auch schon wieder ein paar von diesen. Hier, von denen gesammelt. Guck mal. Nice. Schlucken wir gleich mal einen. Und ab nach unten. So. Das hier. Du bist ein Bait, oder? Nee. Bist du nicht. Doch, du bist ein Bait. Oh mein Gott. Okay. Titanscherbe. Nice, danke. Untersuchen. Pharos Wahrheitsverkünder. Nicht im Inventar. Pharos Wahrheitsverkünder. Okay. Von dieser Seite nicht öffnen. Ärgerlich. Kann ich dich lenken irgendwie? Nee, du schießt einfach davor. Okay. So. Oh, warte mal. Lol. Hier ist alles draufgegangen. Aha, hier geht's nach oben. Sehr gut, da gehen wir mal schnell rauf. Und hoffentlich komme ich hier irgendwo an eine Stelle, an der ich da vorne den Typen, die Typen abziehen kann, die da von. Hey, eine leichte Armbrust. Nice. Die da von oben auf mich Sachen schmeißen. So, da müsste ich jetzt hier runterhüpfen oder darüber hüpfen.
Dann komme ich so schnell nicht mehr darauf, oder? Hä, warum ist hier eine... Huch, wo kam er denn her? Glatter, seidiger Stein. Okay. Hier könnte ich eine Fackel anzünden. Da unten ist eine Kiste. Und da will ich rüberhüpfen. Kann ich hier einfach durchlaufen? Nee. Kann ich hier durchlaufen? Ja. Okay, alles klar. Und... Shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, 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 Leute. Nee. Och Mensch. Weil diese Sprungmechanik in dem Spiel schon ein bisschen kacker ist. Ganz ehrlich. Da war die vorige besser. Sprinten, Doppeldrücken, Sprung. Okay. Aber dass ich hier mit dem linken Stick dann reindrücken, springen mache, bisschen mistig. Okay. Der Fortschritt dauert länger als im ersten Teil, habe ich das Gefühl. Im ersten Teil hatte ich relativ schnell, sehr schnell, den ersten Boss gekillt. Damit habe ich hier jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Nee, hör mal bitte auf. Mach das mal nicht. So, hier lang. Zack. Wäre zwar schön, wenn ich euch alle gekillt hätte jetzt hier, aber es sei mir nicht vergönnt. Deswegen machen wir einfach die schnelle Variante. Und sprinten hier mal ein bisschen durch. So, dann da lang. Jetzt nochmal. Also. Rennen, springen. Es geht nicht. Es geht nicht. Oh. Na gut. Man kann da nicht rüberhüpfen. Das reicht nicht. Ist von der Entfernung. Es sieht so aus, als könnte man, aber man kann nicht. Vielleicht, weil ich mir den Kopf anhaue an dieser Decke oder sowas. Dann probiere ich es halt nicht, aber die drei kill ich jetzt trotzdem da oben. Die haben nämlich jetzt meinen Loot. Ah, wobei, Moment, halt, vielleicht bin ich auch einfach zu schwer. Ich sollte den Sprung mal ohne Rüstung probieren. Warum renne ich eigentlich, wenn ich sowieso hier runterhüpfe? Warum renne ich dann da oben entlang? Ich weiß es nicht. Egal. Diese Frage beantworten wir ein andermal. Warum die da auf den Baum einprügeln, das muss ich mir auch noch genauer angucken. Kommst du eigentlich hinterher? Nee, ne? So, jetzt hauen wir erstmal die drei, die da Sachen von oben auf mich schmeißen. Und hier ist auch eine Kiste, also... Hey, ohne Scheiß, ne? Du Ratte. Kettenbrecher und Infanteriehelm. So, hier ist mein Loot. Also, da hoch kommen wir jetzt erstmal so nicht mehr. Aber der Sprung, der müsste doch machbar sein. Ja, wahrscheinlich bin ich zu schwer, würde ich mal vermuten. So, wie komme ich jetzt da runter, ohne zu sterben? Oder geht's hier irgendwie wieder hoch? Nee, hier komme ich nicht wieder hoch. Ja, passt. Easy.
den hätte ich jetzt fast vergessen oder so, keine Ahnung. Nee. So, jetzt Adley. Untersuchen. Leider passiert nichts. Okay. Seele eines Untoten. Okay. Okay, okay. Hier gibt es noch irgendwas Wildes mit diesem Baum. Ich snack jetzt mal die Boys, die hier rumballern wieder. So, hi, komm bitte mit. Genau, da ist jetzt alles explodiert. Wunderbar. Schießt ihr nochmal? Kommt ihr? Ihr kommt, jawohl. Das ist gut so. Jawohl, wunderbar. So, ah ja, hier jetzt. Das ist jetzt die Frage, will ich da lang? Ich schau mal, was da für Loot liegt. Höhlensoldaten, irgendwas. Wow. Hallo? Verschlossen. Alle Türen verschlossen. Irgendwo ist gerade was gestorben. Nope. Da ist ein Durchgang. Oh je, ich glaube, das ist eine dumme Entscheidung, hier hochzurennen. Hellebarde, Seele. Ah ja, genau. Oh, 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 oh. Okay, nice. Oh, es hat alles gut gegangen. Nichts passiert. Alles okay. Nein! Weil ich dachte, er lebt noch und ich nochmal zuhau und er dann mein Charakter sich um 180 Grad in die andere Richtung dreht und plötzlich in die andere Richtung schlägt. Warum auch immer. Das war ja jetzt mal... Oh Mann. Okay. Erneut. Sicher. Ja, ja, ist okay, ist okay. So, euch brauche ich, dass ihr einmal schießt, bitte. Genau, dann fliegt hier alles in die Luft. So, jetzt ist die Frage, ob der Boy hinterherkommt, den ich da getriggert habe, aber ich glaube nicht. Was geht hier oben? Loot. Lebensstein, Heimerknochen. Ja, passt. Ich habe die Lebenssteine sehr inflationär benutzt.
Das tut mir jetzt ein bisschen leid im Nachhinein. Oh oh. Oh nee, da ist so ein Schildkrötending. Du hast dich ganz schön gut versteckt. Scheiße. Weil das hier so viele sind, gehe ich jetzt einmal hier hoch. Oh je. Dies ist mein Tod erneut. Aber ich habe die Seelen wieder, die liegen jetzt wieder da oben. Dann kann ich die holen, bevor ich zum Schildkrötentypen gehe und mich dann unten killen lassen im schlimmsten Fall. Taktisches Sterben. Aufsteigen freigeschaltet. Ich frage mich immer noch, warum ich nicht leveln kann. Menschlich ging es auch nicht in der menschlichen Form. Ihr habt nicht da durchgeschossen. Schlecht. Dann muss ich reingehen und nochmal durchballern. Die hier müsste es sein. Nee, die da? Die da. Hä? Jetzt hat. Ah, das ist ein random Ding. Ja, den wollte ich gerade unbedingt killen. So. Jetzt die Nummer hier. Oh, auf diesem seltsamen riesigen Schwert. Jetzt droppt ihr da runter. Genau, einer nach dem anderen. Schön. Wartet mal eine Sekunde. Okay. So, will ich den da hinten jetzt? Nee, der ist mir doch wurscht. Würde ich sagen. Ich guck mal, was hier hinter dem Nebel geht. Hallo? Hallo? Scheint keiner zu Hause zu sein. Oh, warte mal. Aha! Das ist doch die Nummer mit der Tür von der anderen Seite hier. Schau mal einer an. An dir bin ich einfach vorbeigerannt, ne? Jetzt bist du sauer. Dass ich dich nicht bekämpft hab. So, du fährst mich nach unten zu dem Flammenboy.
Was geht hier drüben noch? Wieder so ein Nerviger, der dann aufsteht. Hier ist eine Treppe. Hier ist Loot, Lebensstein, großer Lederschild. Da kann man nicht durch, oder? Nee. Okay. Großer Lederschild. Ich könnte mal gucken nach den anderen Schilden, ob die... Oh, das ist so nicht für mich nicht durchschaubar, was hier... Ich glaube, der ist besser. Ja, der sieht auch ganz nett aus. So, und jetzt ist da unten ein Boss. Erster Boss-Encounter, hätte ich gesagt. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Wir fahren einfach noch tiefer runter. Okay. Ah ja. Oh, hi. Dich habe ich gesehen. Verschlossen. Alle Türen verschlossen immer hier. Okay, wo geht's hier lang? Oh. Doch ein Boss. Was bist du denn? Ach du Schande. Ach nö, gleich so ein Riesending. Bist du einer von diesen unaussprechlichen Boys? Warte mal, warte mal, warte mal. Autschi. Okay, ich habe die Bewegung gesehen, aber... Kann ich nicht durch deine Beine durchlaufen? Doch. Ah, Mist. Oh nein. Nicht mehr stampfen jetzt. Oh was? Er reißt sich den Arm aus. Bewirfst du mich damit? Hoffentlich nicht. Knappes Pferd. Ich brauche Ausdauer. Komm mal ein bisschen weiter da weg. Nein! Das war First Try fast. Das war fast First Try. Nein. Ah. Ah. Schande. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Na gut. Ah. Sau ärgerlich. Oh, der Boy ist weg, der hier rumliegt. Okay. Nice. Na dann, Aufi. Let's go. Oh. Mann. Wie blöd.
Ah, warte, du hattest Loot, oder? Nee. Die Tür konnte ich nicht öffnen. Aber dahinter ist... Irgendwas. Irgendwas. Ja, was soll sonst dort sein? Oh, nope. Autsch. Mach. Zu gierig. Zu gierig. Ja, das war jetzt klar, dass das jetzt... Das wäre auch... Ja, das war klar, dass das jetzt nicht so gut klappt wie eben. Alles... Das war... Alles okay. Mache ich mich einmal mit... Mache ich mich einmal voll... Ah, nee, das reicht. Ich werde jetzt einfach nicht mehr getroffen. Ich werde jetzt einfach nicht mehr von ihm getroffen. Wichtig ist, dass ich meine Seelen wieder krieg. Weil das sind jetzt schon ein paar mittlerweile. Komm mal weg aus der Ecke, bitte. Du großes Etwas. Boah, er dreht sich weg zu mir. Ja. Knapp. Wow. Da hat er mich weggefegt. Komm mal ein paar Meter hier rüber, bitte. Oh, nö. Ach, komm. Mann, hätte das nicht einfach First Strike vorhin klappen können, ey. Ah, ärgerlich. Mist. Ah, ich glaube, ich muss doch einmal... Oh, ich habe nur noch zwei davon. Nee, komm, ich probiere es nochmal so. Der ist nicht so schwer. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht so viel Leben dafür. Ja, genau. Also, und was mich auch überhaupt nicht so sehr schockt, einfach weil ich es vorher schon wusste, weil, ja, es wurde halt geplaudert, ist, dass man das Leben verliert. Dass man mit jedem Tod etwas seines Lebensbalkens einbüßt. Deswegen schockt mich, was... Was ist hier gerade passiert? Mist.
Ach komm! Ey, das gibt's nicht. Mach ich den fast first try? Oh Mann. Ach ja. Das ist, aber hey, also ganz ehrlich, das ist Dark Souls, wie es leibt und lebt, ne? Ich hatte solche Momente auch im ersten Teil und es ist genau das. Man ist einfach beim ersten Versuch mega gut und dann kackt man aber auf einmal voll ab, weil man denkt, weil man sich's dann zu leicht macht, also zu leicht vorstellt. Und ich mit meinem Mini-Lebensbalken hier. Gib mir erstmal mein Loot zurück, danke. Komm mal ein bisschen raus aus der Ecke da. Ach, Mann! Warum benutze ich den Estus-Flakon nicht? Warum benutze ich den gerade nicht? Den hätte ich ja jetzt easy benutzen können. Hätte ich noch einen Hit weit mehr ausgehalten. Vor allem ist der ja super einfach, der Boss. Und Ken, du willst es, ne? Du willst die Leute ärgern. Tschüss, Feuerechse. Zu dir kommen wir ein andermal. Warum denn BG eigentlich? Bad Game, das ist voll assi. Ach, war das Spiel. Okay. Oh Mann, ey. Okay. Nee, er trifft. Er trifft. Mit dem Ausreißen des Armes hat er mich gekillt. Oh. Oh, 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 oh. Die Bewegung des Ausreißens des Armes hat mich getötet. Okay. Ich habe bisher keine Verbesserung durch diese Nummer mit der Ausrüstung gehabt. Ich leg mal wieder die leichteren Handschuhe an. Mal gucken, habe ich jetzt eine schnellere Rolle wieder? Oder ist das das Schild? Ja, jetzt bin ich wieder super schnell. Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Hä, was? Wieso konnte der... Ich glaube, ich habe nicht gedrückt, ne? Dass ich in den Nebel will. Oh Mann, ey. Ja, natürlich kann der nix. Der ist super einfach. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich mich direkt am Anfang einmal heilen. Nee, die Ausreißbewegung oder keine Ahnung. Ah nee, diesmal hat er sich nichts ausgerissen.
Ey, ich sehe es halt auch nicht. Ich darf nicht anvisieren, das bringt nichts. Ich darf ihn nicht anvisieren, das ist Mist. Ich wollte es gerade mit Anvisieren probieren, um zu schauen, ob es mir dann leichter fällt, diesen Stampfern auszuweichen, aber nee, leider nein. Ah, jetzt habe ich echt wenig Leben. Naja, komm, egal. Ja, hätte ich gerne gemacht. Ich habe auch was Dummes hier gerade. Ich habe ja dieses Schild, das brauche ich gegen den gar nicht. Ich kann die Waffe ja zweihändig halten. Dann müsste ich ein bisschen mehr Schaden machen eigentlich. Oder kann schneller zuhauen oder sowas. Ja, mal gucken. Mist. Er muss da ein bisschen wegkommen. Jetzt steht er in der nächsten Ecke, ne? Nein! Ey, es tut mir leid, dass ihr euch das gerade antun müsst. Tut mir leid, dass ihr euch das anschauen müsst. Ah, der kann wirklich nichts. Der kann gar nichts. Aber das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Ach ja. Deshalb bist du hier. Ja, ich hätte ihn fast First Try gemacht und jetzt muss ich an so einem Geh doch da rein, Mensch. Finde ich uncool, dass die mich unterbrechen können beim Eintritt in diesen. Heile ich mich jetzt? Verschwende ich den Lebensstein? Ich muss ein Estus-Flakon jedenfalls nehmen. Ja, komm. Weil sonst wäre es eh ein Hit. Ich lasse mich jetzt einfach nicht mehr treffen von seinem Getrampel. So, komm mal her, du. Nee. Nee. Das war unfair. Wenn er so eine Hitbox hat. Ach Mann, wenn man zu schnell auf sein zweites Bein haut, dann tritt er mit beiden abwechselnd zu. Jetzt kill ich diesen dämlichen Ritter, der da unten steht. Der hat mich jetzt schon zweimal davon abgehalten, diesen Nebel zu betreten. Bei DS1, jetzt weiß ich's, bei DS1 war es nicht so, hier ist es so. Das Nebel betreten macht einen nicht invincible. Unberührbar. Hier. Ja. Kann man getroffen werden. Lol, da stand einer auf dem Aufzug. Oder? Habe ich das gerade... Ich glaube, da stand einer auf dem Aufzug, auf dem der nach oben gegangen ist. Ich glaube, da stand einer drauf.
Er trifft mich. Und er trifft mich beinahe wieder. Jetzt trifft er mich. Nee, er trifft mich nicht. Huch. Nein! Ah. Nee, ich will immer zu viel. Komm, mach mal was anderes kurz, dass ich ein bisschen... Oh. Oh, nein. Jetzt tue ich es doch. Ich tue es doch. So, jetzt benutze ich auch die anderen, die Heilsteine im schlimmsten Fall, wenn es nötig wird. Jetzt muss ich aufpassen, ob da einer auf den Aufzug hochfährt auf der anderen Seite. Und was das für einer ist. Ja, da steht einer. Ah, das ist so ein Schildkrötenboy. Ah, ah, anvisieren, danke. Komm, hau mal zu. Ach nee, er macht das. Ja, okay. Gut, so. Was ist hier? Ach, weil ich menschlich bin, ne? Nee, Havel! Der Gute mit zwei Schilden. Lol. Den brauchen wir nicht. Was? Ich kann ihm da keinen Schaden machen? Lol. Ist das doof. Ach, dass die Staubwolken Schaden machen, ist auch so ein Müll. Das war aber im ersten Teil auch schon so. Fand ich super nervig. Ach, shit. Na bitte, geht doch, meine Güte. Ah. Seele des letzten Riesen, Soldatenschlüssel. Okay, cool. Mann, 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 Mann. Schlechtes Spiel, gut gespielt. Ist hier noch irgendwas? Nö. Jetzt kann ich endlich die Türen aufmachen, die da überall verschlossen waren. Ernsthaft? Jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen. Ha. Ist der Schildkrötenboy jetzt da oben ausgestiegen? Aufpassen, ob er jetzt hier runterfährt. Ne, er fährt runter. Sehr gut. Sonst wäre das echt eine miese Nummer gewesen, ey. So. Ab ans Leuchtfeuer. Nein, da kommt einer.
Er haut nochmal zu, ne? Ja. Und zack. So. Gib mir was auch immer du hast. Höhlensoldatenrüstung. Okay. Schnell zum Leuchtfeuer. Einmal resetten. So, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat bis hierhin Spaß gemacht. Mal sehen, wie es weiterhin läuft.